Bude, Mr. Galak hier und es wird Zeit für ein neues Pack-Opening. Man kann schon ahnen, woher es kommt und ich habe es ja eigentlich auf meinen Social-Media-Kanälen schon genannt, aber ich war so frei und habe das schon mal aufgeschnitten. Papier! Dieses wunderschöne Papier habe ich bestellt, wo Speedman draufsteht. Ah ja, 70 Gramm der Quadratmeter. Der blaue Engel war das 100% Altpapier. Kann ich nur jedem empfehlen? Nein. Natürlich jetzt im Ernst des Lebens. Zwei Produkte in dem Karton. Wollen wir mit dem kleinen anfangen? Ach, ich kenne den kleinen Ding eigentlich nicht aus. Doch. Nein. Amazon Echo Dot. Ihr kennt Amazon Echo und Amazon Echo Dot. Echo Dot ist ja die kleinere Variante. Habe ich mir hier besorgt. Alexa, spiele meine Playlist mit Jazz-Favoriten ab. Ihr könnt auf Amazon Prime auch eure Music-Playlist machen. Sprich, eure Musikfavoriten in Ordner, ähnlich wie die anderen wie Spotify etc. etc. Bei Amazon Echo, das hat noch so viele andere Möglichkeiten. Es kann dich wecken, es kann für dich bestellen, es gibt Informationen. Es hat so viele Easter Eggs, die wir jetzt in den nächsten Tagen gemeinsam rausbringen werden. Es kann sogar deine Lampen verändern. Ich sage hier, dimme mal die Lampen. Dann dimmt es die Lampen. Okay, natürlich müssen deine Lampen auch mit WLAN alles verbunden sein. Das heißt, man braucht die passenden Lampen. Aber es kann so viel bewirken. Bluetooth hat es natürlich. Du brauchst die, die App, die Alexa-App. Es hat WLAN. Du kannst mit denen so viele Dinge machen. Es ist so geil. Und ich freue mich tierisch, mit Alexa Spaß zu haben. Ja, Zweideutigkeiten, es tut mir leid. Auf jeden Fall Amazon Echo Dot, die kleine Variante. Wir werden auf jeden Fall den Unterschied feststellen. Denn Amazon Echo! Jetzt ist er leer. Auf jeden Fall. Genau auf dem Papier gelandet. Und eigentlich steht das gleiche wie hier, nur noch mehr. Alexa, spiele meine Playlist mit Jazz-Favoriten ab. Schalte das Licht aus. Stelle einen Timer für 3 Minuten. Wo sind die Nachrichten von heute? Das heißt, sie liest die Nachrichten vor. Wahrscheinlich kann sich sogar noch spezialisieren. Sportnachrichten, Eintracht Frankfurt, Politik. Ich denke mal, sie liest dir alles vor. Wie ist die Verkehrslage? Wenn ich einen Weg sage, kann man eigentlich Google Maps aufrufen. Die wird dir genauso viele Informationen geben können. Der Klassiker, Alexa, erzähle einen Witz. Und hier werden wir einige Witze anhören. Wir werden auch viele Flachwitze hören. Vielleicht viele, die nicht so gut sind. Viele, die normal sind. Und vor allem, die total schlecht sind, dass die wieder gut sind. Und natürlich kann ich hier sagen, ich setze was auf meine Einkaufsliste, das dann in meinen Warenkorb ist, dass ich das dann einfach noch vom Computer aus, von meiner App aus, dann einfach noch bestätigen muss. Ich weiß, dass es aus weiter Entfernung auf jeden Fall auch geht. Sehr gut sogar. Bei Amazon Dot, beim Kleinen, bin ich mir nicht so sicher, ob das geht. Bei den Großen bin ich mir ganz sicher. Der Unterschied zu den beiden, das werde ich auf jeden Fall in ein extra Video machen. Es gibt auf jeden Fall einige Unterschiede, abgesehen vom Preis und von der Größe. Das ist ja klar, auch von der Optik. Das aber natürlich, wie erwähnt, in einem extra Video. Ich kann auch nicht sagen, mit welchem ich mehr machen würde. Ich denke, der läuft sich vor allem sehr viel mit dem hier raus. Vielleicht werde ich auch mal beide gleichzeitig laufen lassen. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich denke, der Hauptteil wird hiermit passieren. Ja. Ey, ohne Scheiß, wo ich gerade hier drüber gegangen bin. Hier bei dir. Ich fest runter. Aber man hat es hier schon durchgemerkt. Wenn hier drüber geht, ist das so leicht geriffelt. Das ist kein Aufdruck, ich weiß euch. Das ist hier geriffelt. Hier oben nicht. Aber hier ist geriffelt. Und allein so Kleinigkeiten. Ich finde das schon so geil. Ich finde das schon so obermäßig geil. Das sind wie gesagt so Kleinigkeiten, die eingefallen. Vielleicht hört man es. Warte mal. Hier hört man es nicht. Wenn ich hier mache, aber. Das ist geil. Ohne Scheiß, das sind so Kleinigkeiten, die mir gefallen. Man kann hier sogar aufziehen. Hier sind sogar Pfeile.
für ganz doofe, so wie mich. Das ist auch, sowas ist auch geil, wo man vielleicht gar kein Messer braucht. Okay, ich habe sie Paket öffnen gebraucht. Noch Amazon drauf. Auch leicht eingraviert. Tü-tü! Ihr seht schon, ich habe es in weiß gekauft. Hier. Mein rotes Mikrofon, mein Rode. Und meine Kopfhörer, ihr wisst es ja, glaube ich, auch. Kann ich auch direkt holen. Hier. Ja. Mein Handy ist auch in weiß. Also im Moment alles im Weiß. Keine Ahnung, warum ich so im Weiß lieber bin. Hat einfach was. Das ist ganz geil gemacht. Guck mal hier. Hier. Ist richtig gut gemacht. Ohne Scheiß. Hier ist das Kabel. Das kann man sogar vom Bett rausziehen. So. Aber es ist richtig auch optisch so gut gemacht. Einmal natürlich im Weiß. Und das war's auch schon vom... Was man auch wieder so... Ich finde so Kleinigkeiten ist gut. Hier steht auch nochmal Amazon Echo. Ich finde, das sind aber so Kleinigkeiten, die ich so schön finde, die auch von der Verpackung her gut sind. Und hier hast du bei dem wirklich nicht so eine Quälerei mit hier ein bisschen aufmachen, hier so aufziehen, sondern hier allein mit einem Steckerkästchen. Ja, rausholen, fertig. Und ganz so ohne Probleme wieder reinschieben. Das sind so Kleinigkeiten, die ich mag. Richtig, richtig nice. Hier ganz normaler Stecker. Roundabout. Ja, knapp 2 Meter sind. Alexa, wie heißt dieser Song? Das ist wie Shazam. Heißt das Shazam? Ihr wisst, was ich meine. Wo die Musik gespielt wird und er kennt die Musik. Wie hier. Das ist cool. Alexa, stelle den Wecker auf 7 Uhr morgens. Schon wär's, da arbeite ich schon eine halbe Stunde. Alexa, stelle den Timer auf 45 Minuten. Wenn du kochst oder so. Kannst natürlich auch dein Handy benutzen, ist ja klar. Alexa ist eigentlich wie... Handy, wenn du das so Lautsprecher hast und so weiter. Hat was. Ist aber gut, wenn du auch ein Handy gerade griffbereit hast. Du kannst Alexa im gleichen Raum stellen, auch so 10 Meter entfernt. Du sagst hier, Alexa, stell den Wecker auf 45 Minuten. Den Timer auf 45 Minuten. Kein Problem. Die macht das. Wenn dein Handy zum Beispiel gerade vielleicht auch aus ist, am Ladekabel oder wirklich im Wohnzimmer liegt und du willst gerade nicht dahin laufen, sondern sagst dann von der Küche aus einfach mal so reingerufen. Und da einfach Alexa Bescheid geben, die macht das sofort, ohne dass man irgendwie hier Knöpfchen drücken muss. Was vielleicht auch gut ist, wenn man zum Beispiel auch telefoniert, wenn man mit dem Handy telefoniert und gerade am Tippen ist, fleißig, und gerade nicht rausgeht. Man kennt das, man geht dann vielleicht raus, will weiterschreiben die Nachricht und hat dann vergessen, wo man war oder was man noch schreiben wollte. So sagt man hier, Alexa, Wecker, 15 Uhr, bam bam, weiter tippen. Sport. Alexa, wie ist das letzte Spiel von Eintracht Frankfurt ausgegangen? Ne, wie ist das letzte Eintracht Frankfurt Spiel ausgegangen? Steht natürlich nicht Eintracht Frankfurt, sondern da steht ein anderer Verein. Alexa, wann findet das nächste Eintracht Frankfurt Spiel statt? Auch hier steht ein anderer Verein. Bei Amazon einkaufen. Bestellen Sie von Amazon.de. Also das bestellt natürlich bei Amazon. Du kannst sagen hier, ey, kauf mal bei deiner Konkurrenz Mediamarkt, ey, den Computer da. Nein. Und natürlich kann ich auch fragen, hier, Alexa, wo ist meine Bestellung? Muss ich nicht dringend gehen, vielleicht nicht Computer anwerfen oder so, einen Laptop. Gerade wenn es mal eilig hat, nur kurz zu Hause ist, passt das. Hier Fragen und Antworten und Listen natürlich. Alexa, wer war Albert Einstein? Das heißt, also man kann generell Fragen stellen. Alexa, wieso ist die Banane krumm? Oder Alexa, wie spät ist es in Berlin? Dann kannst du fragen, wie spät ist es in New York, in Cancun, etc. Moskau, St. Petersburg, kannst alles fragen. Oder Alexa, was steht da bei einer To-Do-Liste? Das ist gut. Und Smart Home, wie erwähnt vorhin, kann man ja über Alexa auch die Lampen dimmen oder ausschalten lassen. Dafür braucht man natürlich spezielle Lampen, Glühbirnen, generell alles, dumm und dran. Aber ihr könnt das da bestellen. Und für jemand, der vielleicht wirklich mal im Bett liegt und sagt, Alexa, schalt mal das Licht aus, ist das gut? Und das ist wirklich so ein geiles, geiles Ding, worauf ich richtig Bock hätte, bin ich ganz ehrlich. Liegst im Bett und bist gerade eingeschlafen, liegst gerade so bequem und willst einfach nur... Ja, nicht aufstehen, weil man einfach so geil liegt, da muss man nicht mehr aufstehen, weil wenn man aufsteht, weiß man genau, man wird nie wieder so liegen wie vorher. Deswegen, Alexa, schalt mal bitte das Licht aus und weiter. Das ist so geil. Eine ganz, ganz wichtige Funktion, und das mit die wichtigste Funktion wird sein, Alexa, stopp. Und dann hört sofort auf. Wenn die ja irgendwas fast verstanden hat, dann kannst du direkt Alexa, stopp sagen. Das kann einiges sein. Da gibt es ja so ganz viele bekannte Videos, die auch mal medial rumgegangen sind.
wo ein Kind irgendwas gesagt hat und Alexa hat irgendwas mit Porno verstanden. Und dann hat sie sowas aufgezählt. Special Effekt mit den Tönen, habt ihr gehört? Sagt es dir, wo was ist, zum Beispiel die Mikrofontaste, man kann es nämlich auch stumm schalten. Gerade wenn eine Party ist, muss das nicht sein. Natürlich die Aktionstaste, der Lichtring ist wichtig, dann ob es verbunden ist, dann hört es auch. Und das Geilste ist, und das werden wir dann noch sehen nochmal, ist das Licht wird da immer heller, von wo du sprichst. Wenn du von hier sprichst, sprichst du von hier. Das wird richtig geil. Also ich bin so gespannt, wenn das eines ist. Amazon Echo Dot. Das Video ist schon bei 25 Minuten. Ich glaube, ich habe sehr viel Material. Es wird auf jeden Fall ein längeres Video sein, wenn ihr hier angekommen seid. Finde ich gut. Ich habe euch ja die Anleitung gezeigt. Ich habe von der Karte vorgelesen, was alles so Funktionen gibt. Muss man nicht machen. Ich finde aber, man sollte es erwähnen. Für die, die nicht wissen, wie Amazon Echo Dot oder normal Amazon Echo funktioniert oder was es für Funktionen hat, habe ich das wenig schon mal im Pack-Opening erwähnt. Aber in den Tests, Produkttests, Vergleichstests oder wie spielen mit Alexa, werdet ihr auf jeden Fall sehr viele erkennen. Nicht zu vergessen, die Easter Eggs. Hier wieder ganz leicht rauszuziehen, das finde ich gut. Hier, auch wieder sowas. Unten klappt und hier oben ist so geriffelt. Hier außen entdecken Sie Skills einschließlich. Hier steht Amazon, Music, Spotify, Friends of Hue. Das hat die Marke, die deine Lampen mit WLAN verbinden, wo sie ausschalten kann. Etc. etc. Übrigens ist das die zweite Generation. Und selbstverständlicherweise habe ich hier wieder weiß. Jetzt kommt es aber. Und das habe ich schon mal mitbekommen. Was ich nicht verstehe. Das. Ich habe ein weißes dort bestellt und ich kriege einen schwarzen Stecker. Das, was ich nicht verstehe. Das passt gar nicht. Hier, ich sehe es weiß. Hier natürlich auch wieder Echo Dot die entsprechenden. Und das ist das Einzige, was ich hier nicht verstehe. An sich bleibt das hier fast alles gleich. Müssen wir nicht nochmal alles komplett durchgehen. Hier, Amazon Echo. Der Amazon Echo Dot. Natürlich steht nur Amazon drauf. Es ist hier vorne die, oben die Aktionstasten. Als. Nee. Ich verzeige euch jetzt nicht hier das obere, obwohl man kann es erkennen. Aber das nochmal speziellen Fall mit den einzelnen Funktionen im anderen Video. Das wird Step by Step werden immer wieder Videos kommen. Ich werde das explizit testen in einem Video, das explizit testen in einem Video. Ich werde, wie gesagt, die Vergleiche ziehen und dann viel Spaß haben. Ihr seid auch gefragt, ganz viel unten in die Kommentare reinzuhauen. Natürlich sind die Sachen beide made in China. Auch hier der ganz normale Anschluss. Es ist komplett. Das Ding ist nicht ganz komplett, aber oben Folie und hier auch Folie. Dass hier auch nichts irgendwie reinkommt, ein Dreck oder so. Was auch schon wieder eine feine Sache ist. Wie merkt man es? Auch komplett Folie. Jetzt, ob man es so richtig sieht. Doch jetzt. Da. Komplett Folie drum. Gut geschützt. Ich finde gut, dass es, wie gesagt, hier geschützt ist. Aber, wie gesagt, was mich am meisten stört, wenn ich ein weißes dort bestelle, will ich auch ein schwarzes Kabel haben und kein schwarzes. Okay, natürlich kann ich das ohne Probleme mir selbst so ein weißes Kabel bei meinem Händler des Vertrauens holen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Finde ich zumindest. Das war's. Pack Opening von Echo und Amazon Echo Dot. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid überhaupt ein bisschen hier gekommen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich alles mit Amazon Echo, also mit Alexa machen soll. Ich habe es ja schon mal im Video erwähnt. Das ist mir ganz wichtig, was ich damit alles machen soll. Ob ihr selbst Amazon Echo habt, ob ihr es bestellen wollt, ob ihr nur wartet, werdet ihr überhaupt das kaufen? Das interessiert mich. Und einfach mal die Meinung hierzu hinschreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Es werden so viele kommen, Alter. Ich freue mich so drauf. Und dann sage ich ciao, ciao und bis dahin.